Dieses Video soll jetzt erstmal eine Seed-Vorstellung sein. Und zwar den Seed werde ich in die Videobeschreibung packen. Und sonst vielleicht auch am Ende einblenden. Und hier habe ich schon ein paar Koordinaten eingeschrieben. Man sieht hier die Koordinaten. Hier steht zum Beispiel minus 693. Minus 661, also erstmal hier 80. Da wird man zu einem Tempel teleportiert. Und dann Sachen habe ich schon alle rausgeholt, aber man hat hier insgesamt vier Tempel und da habe ich die Gesamtitems, also ausgenommen die verrotteten Fleisch, da habe ich hier vier Sättel, 64 und 9 Goldbarren und 42 Eisenbarren und 48 Knochen gefunden, also insgesamt in allen vier Tempeln. Das sind die ersten Koordinaten. Hier 693 und 661, also minus beides. Das sind dann diese hier und dann ist noch ein weiterer Tempel bei den Koordinaten minus 535, 80 ist wieder Y und dann noch minus 291. Da muss ein Minus davor. So, und wieder zu einem Tempel teleportiert. Der befindet sich übrigens direkt neben einem Dorf. Also hier ist ein Dorf und hier direkt ein Tempel. Das hat man auch nicht häufig. Ein Dorf direkt neben einem Tempel. Die nächsten Koordinaten. Nicht zweimal den Namen, sondern hier ist ein Dorf bei 406 und zwei, also bei minus 406. Und dann noch minus 330. Das ist dieses Dorf hier, direkt neben dem Tempel. Und ich habe noch mehr Dörfer und Tempel in der Welt gefunden. Ich sehe jetzt gerade dieses Dorf hier. Bei minus 852. Und dann noch bei minus 372 ist auch noch ein Tempel. Der ist ja auch teilweise unterirdischer Graben, manche Tempel. So, jetzt dieser Tempel hier. Das sind da, weil jetzt habe ich auch eine andere Koordinate außer Tempel und Dörfer und so. Bei minus 1316, 90 Y und 228, also positiv, findet man Kürbisse. Die sind zwei Stück. Das ist diese riesige Wüste, die hier aufhört. Es gibt noch mehr Koordinaten. Und da finde ich noch zwei weitere Dörfer und einen Tempel. Bei minus 1513 und bei minus 891. Da ist das nächste Dorf. Oh, ich habe bisher kein Dorf in eine Schmiede gefunden. Das Haus scheint ein bisschen abgelegen zu sein. Ist es aber nicht. Aber hier ist auch eine schöne Umgebung. Hier in eine Ebene und da hinten fängt eine Savanne an. Das ist ein ganz schönes Dorf, um sich hier niederzulassen. Und noch mehr Koordinaten. Hier gerade dieses Dorf hier. Jetzt kommt noch ein Tempel bei minus 1172 und minus 1494. Da ist noch ein Tempel. Und die Items, die sind alle auf allen vier zusammengenommen. Das sind eigentlich so ein bisschen verrottetes Fleisch, das ich eigentlich nicht aufgenommen habe. Und dann gibt es noch die letzte Koordinate. Ist bei minus
982. 80 ist 9 und minus 1242. Da befindet sich noch ein Dorf. In einer Savanne allerdings. Hier besteht alles aus Holz. Ich hoffe euch mal, dass das Video gefallen hat. Gebt dafür einen Daumen nach oben. Teilen wäre nicht schlecht und abonnieren wäre auch nicht schlecht. Also, und ihr könnt mir vorschlagen, ob. Oder ihr könnt mir andere Seeds geben, die ich vielleicht auch Seed-Vorstellungen machen soll. Bis dann und ciao.